Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Spiel Horizon Zero Dawn. Ja, wir sollten eigentlich mit Rost reden, aber ich hatte schon in der letzten Folge gesagt, dass ich eigentlich viel lieber, nee, hier unten war's, zu dieser kauzigen Grata gehen möchte. Jetzt muss ich mir allerdings das Ziel hier nochmal, also diesen Wegpunkt nochmal neu setzen. Mal eben schauen. Achso, da bin ich direkt in der Nähe. Okay. Dann würde ich sagen, dass ich da jetzt erstmal hinlaufe. Und gucke. Da ist der Wegpunkt. Und gucke, was wir da oben noch alles zu tun haben. So, ich habe jetzt mal eben pausiert. Aber irgendwas ist hier nicht so ganz in Ordnung. Also das Spiel ist sehr am Ruckeln. Das habe ich die ganze Zeit über nicht gehabt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht daran liegt, wie ihr seht. Ich hoffe, dass es jetzt nicht daran liegt, dass irgendein Update gewesen ist, was ich nicht mitbekommen habe. Jetzt läuft es wieder was flüssiger. Okay, schauen wir mal, ob das denn so funktioniert. Wo laufe ich denn jetzt eigentlich gerade hin? Ich wusste, dass ich zur falschen Richtung laufe. Ja, im Endeffekt hier hoch, ne? Bin ich jetzt hier richtig? Ich glaube ja, oder? Ja, okay. So, mal schauen. Also es kann natürlich sein, dass ich jetzt wieder abkacke, sobald irgendwie Text kommt. Das mit dem Ruckeln habe ich bisher noch nie gehabt, seitdem ich das Spiel spiele. Also ich vermute mal, dass da irgendein Update gewesen ist, weshalb das jetzt hier gerade so schlecht läuft. Es ist auch komischerweise nochmal diese Optimierung in Anführungszeichen gekommen. Wieso hat die jetzt automatisch den Bogen drin? Hat hier was gesehen? Oh ja, da hinten ist eine Herde. Da muss ich aufpassen. Es ist auch schrecklich so zu spielen, muss ich sagen. Also das dürfte die Mutter sein. Ich weiß, auch wenn mein Bauch und meine Hände leer sind, bin ich sicher in deinem Becken. Okay. Hallo, Grata. Urmutter, seit meiner Verbannung bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss. War ich nicht standhaft wie ein Stein? Sei mir gnädig, Urmutter. Und sorge erneut für mich. Freu dich, Grata. Wieder einmal beschert die Urmutter dir Kaninchen. Urmutter, deine Stimme peitscht wie ferner Donner. Ich höre die Klagelieder, Urmutter. Ich würde einstimmen, habe aber meine Gebetsperlen am östlichen Ausblick vergessen. Fürchte ich. Warte in deinem Lager auf mich, Grata. Ich tu, was ich kann. So, sie hat sie... nein, ich möchte auf die Karte. Sie hat sie wo? Das ist Rost. Ach, das wird mir jetzt gar nicht auf der Karte angezeigt. Am östlichen Eingang, hat sie, glaube ich, gesagt, ne? Begibt sich zur Spitze des Ausblicks. Ich denke mal, dass der Ausblick... Ja. Ach so. Nee, rede mit Rost. Ach, dann ist das doch hier, Greta. Ah, okay. Okay, ja gut, dann gehen wir dahin. Da bin ich, glaube ich, rumgekommen. Was ist denn das hier? Oh, wie süß. Quatsch. Stell dich nicht so an. Wir müssen da runter. So, wir können aber eigentlich auch sprinten, ne? Hier oben ist ja kein Tier, beziehungsweise hier unten. Moment, das ist jetzt Rost und das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Was schön wäre, wenn wir irgendwie ein Reittier hätten oder sowas. Das wäre schon ganz praktisch.
Aber das mit dem Ruckeln, das ist wirklich. Also die ganzen letzten Male, klar, es gab viele Bugs, die sie nicht. Achso, das sind normale Tiere. Die sie nicht weggekriegt haben, wo es auch kein Update für gab und nichts. Aber warum das jetzt am Ruckeln ist, verstehe ich überhaupt nicht. Also was, oh, da hinten ist was? Was sie sich dabei schon wieder gedacht haben? Ich weiß es nicht. Nur so spielen kann man auch nicht. Das ist das Problem. Ich schaue noch mal kurz in den Einstellungen nach. So, ich habe jetzt die FPS-Zahl mal durch die begrenzt. In der Nähe. Mal schauen. Rechts oben muss ich hin. Okay. Mal schauen, ob das jetzt dadurch ein bisschen besser wird. Jetzt mal alle hier ab. Der läuft darum. Es sind 1, 2, 3 Wächter und das andere sind 2 Tiere. Ja, mit denen kann ich mich eigentlich so anlegen, oder? Ich würde dann gerne die Schwachstelle sehen können. Und immer schön leise. Der hat den Pfeil noch im Auge, wie geil. Hat keiner mitbekommen. Sind die Beine jetzt hier unten? Ja, ne? Ich war das nicht. Ist wohl jemand aufgewacht? Na, wo ist der Dritte? Komm. War's. So. Die nehmen wir mal alle mit. Ich glaube, da war nämlich sonst auch keiner mehr. Ich sehe gerade. Nebel. Weiß wie Knochen. Hm. Da war auch ein Lagerfeuer. Etwas düsterer Vergleich. Da gehen wir doch mal schnell hin, weil ich hoffe jetzt nicht, dass wenn wieder irgendwas kommt, das Ganze dann abkackt. Das wäre nicht so schön. So. Da war noch ein Dritter, den wir ausnehmen können, genau da. Ja, und schon wieder ist es ein bisschen im Haken. Ich finde es nicht gut. Also ich habe zwar extra mal die FPS begrenzt, aber daran scheint es nicht zu liegen. Ich meine, gut, vorher hatten wir auch keine Probleme damit. Aber es braucht starke Arme, um schnell zum Ausblick zu gelangen. Questmenü. Begib dich zum Ausblick. Ja, das wusste ich auch vorher schon. Aber wieso starke... Ach so, weil ich da hochklettern muss wahrscheinlich. Ich dachte eigentlich, wir sind jetzt schon hier. Aber okay. Was machen wir jetzt hier mit? Gehen wir da rüber. Okay. So mehr schlecht als recht, aber wir kommen rüber. Da. Okay. Nein. Ach so, hier kann man noch weiter. Kann ich hoch oder wo kann ich da hin? Ah, das ist ja cool. Okay.
Das ist aber nicht der Punkt, wo wir hinwollen, nehme ich mal an. Wo wollen wir denn hin? Da oben wahrscheinlich, oder? Ich bin mir noch nicht sicher. Da können wir ran. Mal hoch. Ja, perfekt. Auf jeden Fall ist sie sehr, sehr gut im Springen. Definitiv. So. Gehen wir hier irgendwo hoch. Da ist ein Vorsprung. Da. Wer jetzt denkt, dass bei mir irgendjemand einbrechen möchte, der hat gerade den Sturm draußen gehört. Ist das jetzt unser Ausblick hier? Ja. Wir sind auf jeden Fall oben. Ach so, ich muss darüber oder wie? Okay. Ich weiß aber nicht, ob das so gut ist, wenn ich jetzt darauf gehe und dann runterspringe. Passt. Yeah, ich bin im Ausblick. Ah, da müssen wir hin. Sieht interessant aus. Aha, Gratas Gebetsperlen. Ich verstehe, dass sie zum Beten herkommt. Von hier aus sieht man Mutters Wacht. Ich frage mich, was mich mehr stört. Dass sie mich ignoriert? Oder dass sie bei all ihren Gesprächen mit Urmutter nie einsam ist? Ja, das... Die Frage werden wir wohl nie beantworten. Dann schauen wir mal eben. Dann müssen wir jetzt wieder zurück. Die Frage ist, können wir uns hier... Ne, wir können uns hier nicht herunterlassen, so wie es aussieht. Ne? Das ist schön gelb markiert, aber... Ich denke mal, wir sterben, wenn wir da runtergehen. Das ist natürlich dann doof. Obwohl, Moment, wir müssen aber irgendwo. Können wir da runter? Achso, hier ist ein Weg. Ja, wir könnten natürlich auch einfach den Weg runtergehen. Die Frage ist nur, wo bin ich jetzt hier genau? Ja, das ist nämlich das Tor. Das, also die vom Tor werden uns nicht aufmachen. Wir könnten entweder hier runterrutschen... Und da den Weg nehmen. Theoretisch könnten wir auch übers Tor drüber gehen, so wie es aussieht. Schauen wir mal. Aber es irritiert mich trotzdem so ein bisschen, dass das Gelb vorne dran ist. Als ob man sich da runter... Ach so, Moment. Oder hätte ich da... Vielleicht hätte ich da auch die Felsen runterspringen können. Das kann natürlich auch sein. Gucken wir mal eben nach. Bevor wir jetzt hier den ganzen Weg runterlaufen. Weil das ist ja extra so gelb markiert. Das muss ja eigentlich irgendeine Bewandtnis haben, nehme ich mal an. Abseilen. Oh. Okay. Ja. So geht's auch. So hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt, aber so geht es natürlich auch. So, ich denke mal, ich muss jetzt einfach nur hier runter, ne? Irgendwie den Berg runtergehen. Ja. Das sieht gut aus. Da hinten ist die Serie. Die Serie. Da hinten ist die Herde, wollte ich eigentlich sagen. Wieso komme ich jetzt auf Serie? Das war... Keiner, aber da hinten kommt direkt schon wieder einer. Wie viel haben wir denn hier? Da hinten ist noch ein zweiter. Scheiße. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich eigentlich, aber es hat eben nicht so ganz geklappt, weil er sich dann bewegt hat. Oh, jetzt sind die hier in heller Aufregung.
Ja, ganz so war es jetzt nicht gedacht, aber so geht's auch. Ich wollte eigentlich ein bisschen weniger dabei entdeckt werden. Was haben wir denn? Ach, da hinten ist die Herde, okay. Was willst du denn jetzt von mir? Ich wollte gerade sagen, greift er mich jetzt hier an oder was? Bin ich jetzt überhaupt richtig? Moment. Doch, da musste ich erstmal über die Brücke. Genau. Denke ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke schon. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Genau, kümmert euch einfach um eure Sachen. Ich glaube, ich laufe jetzt... Nee, ich laufe doch in die richtige Richtung. Ja, um die kümmern wir uns auch noch, um die Schwester und um den Bruder. Hast du mich jetzt erschreckt hier? So, Fähnchen ist da. Gegner auch. Bist du da draußen? Mal gucken. Wir müssen den Weg rechts rumgehen. Das heißt, der wird uns hier nicht gefährlich. So. Sind wir jetzt noch richtig? Nee, meine ich doch, das ist der Weg hier. Ja, sogar ich kann dich hören, wenn du so laut rumbrüllst. Und die Wächter können dich bestimmt auch hören. Und so oft, wie du hier am Rumbrüllen bist, gehe ich mal davon aus, dass das ein Wunder ist, dass dich noch keiner entdeckt hat hier. Das hilft bestimmt weiter. So. War da oben... Da war kein Feuer, oder? Dann werde ich hier unten noch mal kurz zum Feuer gehen und das Ganze abspeichern, weil bei diesem Spiel weiß man ja nie, wann man mit jemandem spricht und das ganze Spiel dann wieder abstürzt. Das ist ja irgendwie ein bisschen, ja... nicht so toll gemacht aktuell. Aber gut, ich sag mal, die Spieleentwickler haben ja auf jeden Fall was Gutes auf die Beine gesetzt, wie ich finde. Und ja, die Open World ist auch gut gelungen, muss ich jetzt nach der kurzen Zeit, die ich bisher gespielt habe, kann ich doch schon sagen. Und auch wie sie agiert und wie sie kämpft, beziehungsweise auch die Art, wie sie springt und alles, finde ich schon ganz cool. Ich wollte gerade sagen, die war doch irgendwie hier links, oder? Das ist noch weiter. Ach, da oben. Und die Grafik, die ist ja sowieso total geil, ne? Also, dass er da so extreme Probleme hat. Das Grata. Allein mit der Urmutter. Wie sie es nicht anders kennt. Obwohl ich jetzt die Mindestanforderungen weit überschritten habe, was das Spiel betrifft. Aber dass das Spiel an sich so extreme Probleme hat, was ja auch viele andere YouTuber sagen. Was man ja auch an den Kommentaren beim Spiel auf Steam sieht. Ja, ist eine blöde Sache, aber kann man halt drüber hinweggucken, wenn das Spiel ansonsten halt richtig cool ist. Hier sind deine Gebetsperlen, Grata. Jetzt hast du, was du brauchst. Urmutter, jeden Morgen sehe ich deine Tränen der Freude auf den Blättern. Freude über die Schönheit deiner Schöpfung. Sieh, ich weine mit dir aus Dankbarkeit. Für sie weinst du, aber mit mir sprichst du nicht? Ist in Ordnung. Du bist die bessere Ausgestoßene. Grata, ich werde eine Weile nicht hier sein. Ich gehe zur Erprobung und danach wird sich einiges ändern. Urmutter, ich danke dir für die Güte, die du erweist. Wenn die Erprobung kommt, mögest du in deiner großen Weisheit einem großherzigen Krieger gnädig sein. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Leb wohl, Grata. Vorerst. Mutter, höre mich, die ich die Jahre meiner Hingabe an diesen Perlen abzähle. Ja, damit haben wir dann auch die kauzige Grata. Dieses Rascheln des Grases mir dein tröstendes Flüstern bringt.
Ja, ich gehe mal ein Stückchen weiter weg, weil sonst höre ich die ganze Zeit nur, was sie da sagt. Ich höre es auch so. Das ist sehr schlimm. Also eigentlich wollte ich mich jetzt nur von dieser Folge erstmal verabschieden. Wir haben das, die Quest von Krater erledigt. Und ich kann euch direkt schon mal sagen, in der nächsten Folge... Achso, ich wollte die Nebenquest eigentlich noch machen. Ich denke, in der nächsten Folge werde ich dann gucken, dass ich diese Nebenquest noch mache, wo anscheinend schon wieder jemand verloren ist. Ich werde jetzt nicht jede Nebenquest machen, aber um mal so ein bisschen zu gucken, ob die ja alle nach dem gleichen Motto sind, werde ich die auf jeden Fall noch machen. Und ich denke mal, danach werde ich mich in erster Linie auf die Hauptquest konzentrieren. Es sei denn natürlich, dass man das Problem mit den... mit den Leveln hat, weil hier zum Beispiel für Mutterherz, das war jetzt das andere. Für das mit der Greta hier, da brauchten wir ja auch die Stufe 4. Und ehrlich gesagt, ich habe gerade gar keine Ahnung, welche Stufe wir haben. Doch, wir haben die Stufe 5 mittlerweile, also das ist nicht das Problem. Deswegen denke ich mal, hoffe ich mal, dass man solche Nebenquests dann einfach auslassen kann und sich wirklich auf die Hauptstory konzentrieren kann. Und dass ich dann vielleicht später, weil die sind ja hier überall markiert mit diesen Ausrufezeichen, dass ich später nochmal zurückkommen kann und die ganzen Nebenquests so für mich privat, sage ich mal, ein bisschen machen kann. Sollte man sie natürlich brauchen, um etwas zu leveln, weil man sonst irgendwo nicht weiterkommt, weil der Gegner zu schwer ist oder so bei der Hauptquest, dann werden wir die natürlich auch machen, beziehungsweise ich werde die dann machen und werde die dann dementsprechend auch mit aufnehmen. Ja, ansonsten seht ihr, ist das Spiel gerade schon wieder abgestürzt. Ich verabschiede mich jetzt erstmal von dieser Folge und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.